Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute Abend wieder dabei seid. Ein herzliches Willkommen an die Miriam. Ihr kennt sie alle bereits. Wirkliche Löwenmama, die ihre Tochter zu Hause lässt und nicht in der Schule quälen lässt. Miri, was gibt's denn Neues am Homeschooling-Sektor? Ja, Neues ist es eigentlich alles sehr entspannt momentan. Also wir lernen brav daheim. Meine Tochter hat gerade einen ziemlichen Aufwind, was das Lernen betrifft. Die tut so viel, dass ich schon fast nicht nachkomme mit dem Angebot. Nein, also ich muss sagen, je näher also das Ende des Schuljahres kommt oder diese Prüfung, wo eh keiner weiß, wie sie ausschauen wird, desto entspannter bin ich eigentlich. Also ich kann eigentlich auch allen Eltern nur sagen, einfach mit euren Kindern lernen, sie einfach unterstützen in dem, was sie wollen und einfach keine Angst haben vor dem, was kommt. Also es ist alles noch offen, wir wissen, keiner weiß, wie es wirklich kommen wird. Sie sagen, es wird ja immer nach hinten geschoben, dieses ominöse Datum, wo sie dann was herausgeben. Aber wie gesagt, einfach ganz entspannt tun. Also uns geht es super. Okay, in Graz tut sich einiges und wir möchten halt gerne einen Aufruf starten. Wir suchen nämlich zwei verschiedene Sachen. Miriam, was suchen wir? Ja, es ist so, bin mit meiner Tochter ja auch bei diesem Kommunen-Lerninstitut bei der Anke Offner am Klassi. Das ist auch eine ganz tolle Sache, wo man einfach Mathematik und Englisch an diesem Lerninstitut, es machen dort auch Schüler parallel zum normalen Schulbetrieb, aber auch Kinder im Homeschooling machen das dort. Und wir suchen dort einfach für ab dem Herbst Räumlichkeiten, damit wir Homeschooling-Schüler betreuen können. Da suchen wir zum einen eben Räumlichkeiten für eine Nachmittagsbetreuung, aber auch Leute, die eben gern mit Kindern arbeiten, also Pädagogen oder auch einfach nur Leute, die Kinder betreuen. Mhm. Weil wir möchten das einfach aufstocken, weil der Bedarf gegeben ist und weil wahrscheinlich im Herbst auch noch ein paar Kinder im Homeschooling dazukommen und dass wir da einfach die Rahmenbedingungen haben. Okay, du, und wie groß sollen diese Räumlichkeiten sein? Wie viele Kinder sollen dort Platz finden? Also wir haben gesagt, maximal 10 bis 15 Kinder. Mhm. Wir haben gesagt, das wäre dann so das Optimale. Und es reicht ein großer Raum oder je nachdem, was sich halt anbietet. Und es sollte halt, wenn es geht, im Bereich, also im Raum Klassi oder Geidorf sein. Also wenn es geht, dass die Kinder dann halt vielleicht auch vom Kommunen-Lerncenter, wenn sie dort sind, dass sie dann halt einfach auch dort zu Fuß sind. Und das von Montag bis Freitagnachmittag? Wenn es geht, von Montag bis Freitag am Nachmittag, genau. Also das wäre jetzt einmal so der Plan. Und wie gesagt, wenn sich jemand angesprochen fühlt oder Lust hätte, eben auch jetzt an einer Betreuung mitzuwirken, dann bitte einfach direkt bei mir melden. Mhm. Also wir tun dann meinen Telegram-Namen einfach rein und ich leite es dann eben auch weiter. Und ich glaube, das wird eine ganz tolle Sache. Also wie gesagt, ich kann das Kommunen-Lerncenter wirklich empfehlen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Wir werden den Link auch drunter stellen. Genau, den Kommunen-Link auch. Und also ich mache das auch mit meiner Tochter und das funktioniert super. Und die sind eben so nett, die würden eben auch Betreuungsmöglichkeiten anbieten für Homeschooling-Kinder. Also einfach auch, dass sie sich so treffen zum Spielen und eben auch das ein erweitertes Betreuungsangebot gibt. Und ja, und ich unterstütze sie dort einfach und das wäre natürlich super, wenn wir da einfach auch dann ein breites Angebot schaffen können. Und wenn sich dann da was ergibt, werden wir sowieso weiterhin auch Informationen herausgeben. Und die Menschen, die die Nachmittagsbetreuung machen sollen mit den Kindern, müssen das unbedingt ausgebildete Pädagogen sein? Nein, überhaupt nicht. Das sollen einfach Leute sein, die gern mit Kindern arbeiten, die einfach Spaß an der Arbeit mit Kindern haben, können auch durchaus Studenten sein. Also wie gesagt, wir werden uns das dann einfach anschauen, was einfach passt. Und in welchem Alter sind die Kinder, die dort sind? Wir haben jetzt in erster Linie mal Volksschulkinder. Okay. Also, ja. Also wer immer sich angesprochen fühlt, mit Volksschulkindern gut umgehen zu können und der Lust und Laune hat und sich ein bisschen was dazu verdienen will, ne, der wird sich bei der Miri melden. Mhm. Wir glauben wirklich, dass im Herbst der Wahnsinn weitergeht und dass es noch einen größeren Bedarf geben wird. Absolut. Und wir wollen vor allem die Menschen unterstützen und auch die alleinerziehenden Mütter, teilweise auch Väter, die einfach nicht wissen, wo sie hin sollen mit ihren Kindern. Ja, ja, das war auch der Grund, warum wir das gesagt haben, dass wir hier eben diese Rahmenbedingungen schaffen wollen, damit diese Kinder auch betreut werden können, weil also ich erlebe das immer wieder, dass eben bei vielen der Wille da ist, aber sie einfach sagen, eben alleinerziehende Mütter, sie haben die Möglichkeiten, sie würden aber auch gern, dass ihre Kinder eben diesen Anschluss haben zu anderen und wie gesagt, da arbeiten wir einfach dran und ich bin überzeugt davon, dass das eine ganz tolle Sache wird. Ja, ich kann es euch nur sagen, alle Kinder, die ich kenne im Homeschooling, die entfalten sich und die haben einen richtigen Spaß und eine richtige Freude und zu dem Thema, sie haben keine Sozialkontakte, kompletter Blödsinn, weil sie haben genügend Kinder dann am Nachmittag oder wann auch immer, da kann sie es ja frei einteilen, wann man lernen möchte, wo man mit anderen Kindern zusammen ist. Ich muss eher zurückhalten, schau, weil wir eher zu viel haben.
haben. Also wir haben so viele Programme, dass ich sage, bitte auf die Bremse, es ist schon zu viel. Aber nein, es ist, also ich kann auch nur sagen, es wird mit Tag zu Tag, also je länger ich im Homeschooling bin, desto schöner wird es. Und ich sehe es auch bei deiner Tochter, wie sie sich entwickelt. Großartig, großartig, ja. Also ihr Lieben, holt die Kinder aus den Schulen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, habt keine Angst davor. Wir versuchen euch wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten und Lösungen zu bieten, die auch leistbar sind. Und meldet euch, wenn ihr Räumlichkeiten habt, wie gesagt, in der Nähe vom Glacis oder im Geidorf-Bereich. Und Menschen, die gerne mit Kindern arbeiten, be welcome, meldet euch bei der Miriam. Miri, alles Liebe, vielen Dank. Gerne. Und bis bald.